Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst gerne ein Abo da. Ich sage es nur schon mal im Vorfeld, weil das Video etwas länger wird. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht groß drum rum. Wir machen heute zusammen den Lesemonat Oktober. Es wurden 14 oder 15 Bücher. Dieses Mal war auch ein bunter Mix dabei. Ich habe super viel als E-Book gelesen oder gehört. Ich habe tatsächlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 davon selbst als Buch gelesen. Der Rest war wirklich E-Book oder Hörbuch bei BookBeat. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich werde dafür auch nicht bezahlt, das zu sagen. Ich bin aber ein Riesenfan von BookBeat und da kriegt ihr echt super viele Hörbücher, die auch top aktuell sind. Also, so viel dazu. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit dem ersten Buch, das ich gelesen habe. Wenn ich die ganze Zeit hier runter gucke, hier steht mein Stapel mit Büchern, denen ich euch natürlich zeigen möchte. Das erste Buch, das ich im Oktober gelesen habe, war Vergissmeinnicht von Kerstin Gier. Ich habe es euch, glaube ich, schon 85 Mal bei Instagram gesagt. Kerstin Gier ist eine meiner liebsten Autorinnen. Und ich habe dieses Buch so herbeigesehnt. Ich habe so darauf hingefiebert, dass es erscheint. Und schaut euch mal bitte an, wie cool dieser Buchschnitt ist. Die erste Auflage hat nämlich einen blauen Buchschnitt bekommen. Und ich glaube, wenn mein Bücherregal nächste Woche endlich geliefert wird, dann habe ich ja auch endlich mehr Platz. Und dann wird es vermutlich auch so im Regal stehen, weil dieses Cover einfach so unfucking fassbar, sorry, wunderschön ist. Und auch von innen ist das Buch einfach mega schön. Also, ich zeige euch mal, wie es ohne Klappentext, ohne Broschur aussieht. Es ist einfach eins der schönsten Bücher, die ich im Regal stehen habe. Es ist so. Ich meine, alle ihre Bücher von der Edelstein-Trilogie oder von Silber sind so wunderschön designt. Das ist mittlerweile vermutlich auch so ein bisschen ihr Steckenpferd, ihr Erkennungszeichen. Aber wer so viel Liebe in Bücher steckt, der liebt Bücher auch. Aber ich erzähle euch jetzt auch mal, um was es geht. Also, es geht um Quinn und Mathilda. Quinn ist quasi ihr Nachbar. Und eines Abends sieht er Dinge, die er für unmöglich hält. Und er denkt auch schon, er sei ein bisschen gaga. Hat dann einen Autounfall und natürlich schiebt jetzt jeder seine Dinge, die er gesehen hat und davon erzählt, auf diesen Unfall. Nur Mathilda nicht. Sie glaubt ihm, dass er Dinge gesehen hat und Dinge sieht, dass es eine andere Parallelwelt gibt, dass Statuen sprechen können und so weiter und so weiter. Also es ist wieder so ein Kerstin Gier-Klassiker von vorne bis hinten. Ich habe mich zwischendurch so oft kaputt gelacht über dieses Buch. Und was ich ganz besonders schön fand, wer die Edelstein-Trilogie gelesen hat, hier drin ist ein kleiner Sidekick. So ein, zwei Sätze, die auf die Edelstein-Trilogie hinweisen, die man als normaler Leser, der die andere Reihe nicht kennt, vielleicht einfach überliest. Oder sich fragt, hä, was wollte sie uns damit jetzt sagen? Aber die richtigen Fans wissen, um was es ging. Und Leute, lest dieses Buch. Ich kann es euch noch 85 Mal sagen. Es ist eins der schönsten Bücher, die ich seit langem gelesen habe. Optisch wie auch inhaltlich. Danach habe ich ein Buch gelesen, das optisch auch wunderschön ist. Das Cover ist von dem lieben Alexander Kopeinski gemacht. Und wenn ich den Namen in den Mund nehme, dann weiß jeder Bücherwurm, dass der gar nichts Hässliches machen könnte, auch wenn er wollte. Es kommt übrigens nachher noch ein Buch, dessen Cover er gestaltet hat. Ja, und was der Carlsen Verlag, von dem das nächste Buch kommt, auch gemacht hat, ist wieder ein farblicher Buchschnitt, aber diesmal nur auf einer Seite. Ich spreche von dem ich kann heute einfach nicht reden, von dem Debütroman von Lily S. Morgan, City of Burning Wings. Wie cool ist bitte dieses Cover? So. Einfach nur wunderschön. Und dieser Buchschnitt mit den Flammen, mit den Federn, es ist einfach super, super schön.
Und die Federn, die passen auch thematisch sehr gut zum Buch. Es spielt nämlich in Elidor und Elidor ist eine fliegende Stadt, in der die mit... Mitarbeiter, was rede ich denn heute für einen Blödsinn? Die Bewohner alle Flügel haben. Es gibt aber auch so ein paar, die nennen sich die Flügellosen. Es weiß keiner, warum diese Leute keine Flügel haben, aber sie werden als Abschaum gesehen, sie werden nicht respektiert. Man hat auch teilweise Angst vor ihnen. Und genau so einer ist Luan. Und als der König stirbt, sollte eigentlich seine Nachfolgerin May die Feuerrune des Königs kriegen. Aber irgendwie springt sie auf Luan über und keiner kann sich erklären, warum. Warum so ein flügelloser, ausgestoßener plötzlich dazu erwählt ist, König zu sein. Es ist, ich sag mal, es ist Einsteiger-Fantasy. Also jemand, der mit Fantasy bisher noch nicht so viel am Hut hatte, für den ist das Buch auf jeden Fall richtig, richtig gut geeignet. Das heißt jetzt absolut nicht, dass ich es schlecht fand. Ich fand es super, super schön. Es ist halt kein, für mich kein High-Fantasy, aber es ist schöne Fantasy, wenn ihr versteht, was ich meine. Das habe ich letztes Mal beim Video schon versucht zu erklären. Der Unterschied zwischen einem schönen Buch und einem Fantasy-Epos-Buch. Was ich zum Beispiel nicht vorm Schlafengehen lesen könnte. Aber das hier habe ich tatsächlich immer vorm Schlafengehen gelesen. Und ich bin jedes Mal mit einem schönen, positiven, warmen Gefühl eingeschlafen. Und genau dieses Gefühl vermittelt die Story. Es hat mich teilweise auch an Final Fantasy IX erinnert, falls jemand das Spiel gespielt hat. Es gibt dort nämlich Glutlichter und die haben mich immer an diese Bombermonster von Final Fantasy erinnert. Ich blende euch gerne mal ein Bild ein. Ja, so habe ich mir die Glutlichter nämlich vorgestellt und in der Stadt gibt es verschiedene Viertel und das hat mich auch an Final Fantasy IX erinnert. Da gibt es nämlich in Lindblum das Theaterviertel, das Industrieviertel, das Einkaufsviertel und hier gibt es zum Beispiel das Goldene Viertel und diverse andere. Ja, hat mich ein bisschen daran erinnert, deshalb fand ich das Buch vielleicht auch nochmal eine Schippe schöner und toller. Weil ich halt so ein großer Final Fantasy-Fan bin, aber ich kann es euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Versucht noch so einen wunderschönen Buchschnitt in der ersten Auflage zu kriegen. Ich liebe ihn. Ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe ihn wirklich. Ja. Außerdem habe ich diesen Monat das erste Buch von Melanie Laine gelesen. Also eins ihrer Bücher, aber für mich war es das erste Melanie Laine-Buch. Und zwar dieses hier. Running Wild, Liebe, Chaos und Alpaka. Ich könnte es euch jetzt natürlich auch einblenden, aber ich dachte, wenn ich sowieso auf dem Handy das E-Book habe, dann kann ich es euch auch so zeigen. Ja, es geht um Jess, die quasi das schwarze Schaf der Familie ist. Sie ist tätowiert, sie studiert nicht das, was ihre Eltern wollen, sie macht nicht das aus ihrem Leben, was ihre Eltern wollen und hat sich einen unerzogenen Hund zugelegt, der Mango heißt. Das ist super witzig. Ja, dann verschwindet ihr Bruder plötzlich, der Goldjunge der Familie, wie er immer genannt wird. Und ja, Jess macht sich auf die Suche nach ihm und hat dabei unterhaltsame Begleitung, nennen wir es mal so. Mango ist natürlich dabei, sie hat sich gerade zwei Alpakas gekauft und eins davon nimmt sie mit, Ross, der ist also auch mit an Bord. Und Peters bester Freund Matthew. Ist auch mit von der Partie. Ja, Matt ist auch so ein Anzugträger und Anwalt und ja, passt irgendwie so gar nicht in Jess' verrücktes Leben im VW-Bus mit Hund und Alpaka und es ist einfach ein super lustiger Roadtrip. Das Buch habe ich, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen durchgesuchtet, weil ich es einfach nicht mal aus der Hand legen konnte, weil es mich einfach so begeistert hat. Also, ich lege jetzt mal das Handy beiseite. Melanie Laine hat ja, glaube ich, auch eine Fantasy-Reihe geschrieben. Daher hatte ich sie eigentlich so zuerst auf dem Schirm. Und als sie dann ein Gewinnspiel zu diesem E-Book quasi gemacht hat und ich VW-Bus und Alpaka gelesen habe, dachte ich so, das kann nur witzig werden. Ja, hab mitgemacht, hab gewonnen und ich habe es jetzt auch diesen Monat gelesen. Also wenn ihr was Lustiges für zwischendurch wollt, das euch gefühlt alle 2 Seiten zum Lachen bringt, dann lest dieses Buch. Danach habe ich ein Buch gelesen, das ich euch auch schon in einem gesonderten Video vorgestellt habe,
Verity von Colleen Hoover. Ich werde jetzt dazu nicht mehr allzu viel sagen. Wenn ihr wissen wollt, um was es geht und was das Buch mit mir gemacht hat, etc., etc., dann schaut mal bitte hier oben in das Video rein. Da habe ich euch gefühlt 83 Minuten von Verity zugeschwafelt. Ja, aber nicht spoilerfrei. Also da ist eine Sequenz drin, die Spoiler enthält, aber das sage ich euch vorher natürlich noch. Ja. Natürlich hat das Buch 5 Sterne von mir bekommen und Triggerwarnung, wenn ihr leicht beseitet seid und Negatives, was es auf dieser Welt gibt, nicht so gut wegsteckt, dann überlegt euch bitte zweimal, ob ihr dieses Buch lesen wollt. Ich persönlich fand's klasse, es hat mich echt geflasht, aber mehr dazu im verlinkten Video. Dann habe ich ein Buch gelesen, das ich von der lieben Nenia von Nenias Wonderland zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. The Second Princess Vulkanherz. Das hatte ich euch auch schon mal in einem Video vorgestellt und den Klappetext vorgelesen. Ich glaube, das war What I Read Next im Oktober. Es hat leider nicht gewonnen, aber ich habe es trotzdem im Oktober gelesen, weil ich es auch auf meiner 21 für 21 Liste hatte und es somit dann davon runterstreichen konnte. Und ich glaube, es sind auch nur noch 6 Bücher, die ich jetzt schaffen muss im November und im Oktober. Und dann habe ich die Liste abgearbeitet. Drückt mir den Daumen, dass ich es schaffe. Auf jeden Fall geht es hier um St. Lucien. Ich denke, so jetzt ausgesprochen. St. Lucien wird immer von einer Frau der Familie Bell regiert. Und sobald die älteste Tochter der amtierenden Königin heiratet, wird diese quasi die neue Königin von St. Lucien. Entschuldige mich, ich hab's nicht mit den Namen, ihr wisst's. Die älteste Prinzessin heißt... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall wird die älteste Prinzessin jetzt zur Königin gekürt, weil sie heiratet. Und in der Nacht... des Probeessens, wie man es so nennt, verstirbt die mittlere Tochter, also quasi die Schwester der zukünftigen Königin und die Schwester von der dritten Prinzessin, um die es im Buch eigentlich geht. Sorry, ist mal Safina. Es tut mir leid, Namen. Die mittlere Schwester verstirbt und plötzlich ist Riesentreiben und Safina wird beiseite genommen. Und es wird ihr gesagt, ja, du musst jetzt den Platz deiner Schwester einnehmen. Sprich, die älteste Schwester wird zur Königin gekürt und sie wird verschleppt und zu ihrer Tante mitten ins Nirgendwo gebracht. Dort wird ihr dann gesagt, dass sie die Königin des Vulkans werden soll. Weil das der Familienfluch wäre. Und der besagt, dass die Zweitgeborene, was sie ja durch den Tod ihrer Schwester nun ist, den Vulkan beherrschen muss und den Dämon, der dort eingesperrt ist, im Zaum halten muss. Ja. Wie das Ganze ausgeht, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich habe das Buch echt schön gefunden. Es war jetzt kein absolutes Highlight für mich. Die Story war aber trotzdem abwechslungsreich und auch unvorhersehbar an manchen Stellen. Ich bin irgendwie auch froh, dass es ein Einzelband war, weil ich nämlich jetzt auch nicht wüsste, ob ich den zweiten jetzt in kurzer Zeit nachgekauft und gelesen hätte. Aber nichtsdestotrotz, ich habe glaube ich trotzdem 4 Sterne vergeben, weil einfach die Story echt mal was Neues war. Dann habe ich noch ein weiteres E-Book gelesen und zwar Soul Whisper, Deine Seele ruft von Maggie May. Da war ich auch im Blogger-Team. Ich zeige euch das Cover nochmal von nah. So sieht das Ganze aus. Da war ich im Blogger-Team mit dabei und es ist auch ihr Debütroman. Also von Anfang an live und in Farbe dabei. In dem Buch geht es auf jeden Fall um ein Mädchen. Wir wissen zuerst nicht, wie es heißt. Es wird mitten in der Wüste wach und ist völlig orientierungslos. Dann wird sie von ein paar Leuten gerettet und in eine Siedlung gebracht. Jedes Mal, wenn sie versucht abzuhauen, landet sie irgendwie wieder in dieser Siedlung. Also sie hat das Gefühl, diese Siedlung ist magisch, oder diese Oase ist magisch geschützt, dass sie da nicht abhauen kann.
Und man erzählt ihr, dass ihr Name Anima sei. Und es ist schwer, das Buch zu erklären, ohne zu spoilern. Sie hat, sagen wir so, sie hat eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Sie darf diese Oase allerdings auch nicht verlassen, außer es geht jemand mit ihr. Und sie versucht eigentlich das ganze Buch über herauszufinden, warum sie sich an nichts erinnern kann, was mit ihr geschehen ist. Dann ist natürlich der, ich sag jetzt mal, Herrscher der Siedlung äußerst attraktiv und aber auch ein Pieploch. Aber sie fühlt sich trotzdem sehr zu ihm hingezogen und man merkt einfach das ganze Buch über, irgendwas ist da zwischen denen gewesen oder irgendwas. Sie gehören irgendwie zusammen. Es ist ganz schwer zu erklären. Aber ja, sie kann sich einfach nicht mehr dran erinnern. Am Ende, muss ich sagen, war ich so nach dem letzten Kapitel so, hä? Was ist denn das für ein Ende? Habe ich jetzt nicht verstanden. Dann habe ich mit der Ramona, mit der ich es zusammen gelesen habe, mich beratschlagt, was sie davon jetzt hält. Ich persönlich wusste nämlich nicht, dass es noch einen zweiten Band geben wird. Und das Ende hat mich so total verwirrt. Ich konnte jetzt auch nicht zuordnen, was da jetzt genau passiert war. Ja, aber ich freue mich jetzt auf den zweiten Band. Also Maggie, schreib fleißig weiter. Und ja, bin mal gespannt, wie dieser Hä-Moment aufgelöst wird. Dann habe ich ein Buch diesen Monat gelesen, das mir der Hybrid Verlag zur Verfügung gestellt hat. Nochmals vielen, vielen Dank dafür. Ich spreche von Wellenbrecher. Ich bin ja, falls ihr es nicht genau wisst, Buchblogger für den Verlag. Das Wort hat mir jetzt wieder auf der Zunge gelegen und ich wusste es nicht. Ja, es geht auf jeden Fall um eine junge Polizistin, die quasi strafversetzt wird in ein kleines Dörfchen auf eine kleine Insel, wo jeder jeden kennt. Und als Mädchen aus der Großstadt denkt sie sich jedes Mal so, oh, sie hat da gar keinen Bock drauf, möchte da eigentlich auch gar nicht bleiben und legt sich irgendwie mit jedem an. Dann wird von einer Bewohnerin der Insel ein Skelett gefunden. Ja, und besagte Polizistin wird dann auch dorthin beordert und versucht, beziehungsweise sie wird eigentlich nicht dahin beordert, ihr Kollege wird hinbeordert. Und ja, irgendwie versucht sie dann die ganze Zeit herauszufinden, was es mit diesem Skelett auf sich hat. Ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich nicht zu viel verraten kann, weil ich euch dann spoilern würde. Aber ich sag mal so, es ist ein Krimi-Roman, der mich ein bisschen so an Tatort erinnert hat, muss ich jetzt dazu sagen. Aber die Protagonistin ist halt mega witzig und schlagfertig und lässt sich halt nichts gefallen. Und das war auch so der Punkt, der mir am meisten gefallen hat, würde ich sagen. Ich bin ja normal nicht so der Krimi-Leser, aber ich sagte zu Dorit vom Verlag, von der ich immer die Bücher bekomme, sagte ich doch, ich habe jetzt mal Lust, was anderes zu lesen, mich so aus meiner Komfortzone rauszubewegen. Schick mir mal das Buch, ich versuche mich jetzt mal an einem Krimi. Und das Projekt ist tatsächlich gegen meine Erwartung gar nicht in die Hose gegangen. Ich sagte schon zu ihr, du, ganz ehrlich, wenn es mir nicht gefällt, sei mir nicht böse, es ist nicht mein Genre. Aber ich will es einfach mal probieren. Und genau dafür sind ja auch die Blogger da. Oder genau deshalb ist man ja auch Buchblogger, dass man einfach mal testen kann, ob das Buch einem zusagt. Und manchmal, wie in diesem Fall, überrascht es einen halt auch einfach. Kommen wir zum nächsten Buch und quasi damit auch zu einem meiner Jahreshighlights 2021. Falls ihr es nicht mehr hören könnt, tut mir leid, ich werde es wahrscheinlich dieses Jahr noch 83 Mal erzählen, aber lest bitte diese Reihe. Schermthron, die Tiermagierin, ist der finale Band der Die Tiermagierin-Reihe. Der erste heißt Schattentanz, der zweite heißt Sturmseele und der dritte heißt Scherbenthron. Bitte tut es und guckt euch an, wie schön dieses Cover ist. Und Spoiler-Alarm, wenn alle drei nebeneinander im Regal stehen, sieht das auch sehr wunderschön aus. Auf jeden Fall geht es um die Tiermagierin Lena. Ich
kann euch auch jetzt nicht so viel, mal wieder nicht so viel sagen, weil es einfach der dritte Band ist. Ich erzähle euch einfach, um was es im ersten Band geht und ja, gar nicht so viel dazu, aber ich kann nur so viel sagen, bitte lest die Reihe und tut mir damit einen Gefallen. Und wenn ihr sie gelesen habt, dann schreibt mir, damit wir darüber reden können, weil ich niemanden habe, mit dem ich darüber sprechen kann. Weil es einfach noch niemand in meinem Umfeld gelesen hat. Obwohl ich es schon das ganze Jahr sage. Ja, auf jeden Fall geht es um die Tiermagierin Lena. Sie ist von ihrer Gemeinschaft verstoßen worden und lebt quasi nicht in der Stadt oder in dem Land der Tiermagier, sondern reist durch die Gegend und verdient sich mit hier und da mal Tierwesen an Leute verschenken ein paar Münzen dazu. Dann wird quasi ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt und Nock mit seiner Truppe nimmt den Auftrag an. Nock ist der Obermotz, der Chef von der, ich glaube, Gruor heißt die Gruppe. Das sind eigentlich, das hört sich so blöd an, Untote. Also die wurden alle wiedererweckt und können jetzt aus ihren Händen Schatten zaubern und Schwerter aus Schatten etc. Und bei denen gibt es halt diese Regel, diesen Grundsatz, wenn sie einen Auftrag annehmen, müssen sie ihn auch ausführen, ansonsten sterben sie selbst. Ja, und Nock nimmt diesen Auftrag an, Lena zu töten. Ja, aber warum auch immer, das verrate ich euch nicht, das müsst ihr im Buch selbst lesen, tut er es nicht, sondern geht mit ihr stattdessen auf eine Reise. Und ja, auf dieser Reise verliebt er sich in sie und jetzt ist er dann so im Zwiespalt, aber ich muss meinen Auftrag doch erfüllen, aber ich liebe sie und hört sich jetzt blöd an, aber ist einfach wunderschön. I love it. Ja, auch wenn ich es vielleicht jetzt schon 30 Mal gesagt habe, lest das Buch. Ja, ich möchte gar nicht mehr so viel dazu sagen. Es ist einfach schön. Ich habe immer so spaßeshalber gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, wie kannst du es beschreiben? Pokémon in einer Fantasy-Welt in düster. Ja, so würde ich es jetzt beschreiben. Dann habe ich bei BookBeat noch zwei Bücher gehört. Im Lesemonat, muss ich rechnen, Oktober? Nein, September habe ich euch ja schon gesagt, dass ich Up All Night gelesen habe. Jetzt habe ich auch noch die beiden Fortsetzungen gelesen, Next to You und More Than This. Ja, schaut euch einfach nochmal den letzten Lesemonat an, dann seht ihr, um was es in Up All Night ging. Ich möchte das Video jetzt nicht zu lang werden lassen. Auf jeden Fall spielen die nächsten Bände quasi mit den Mitbewohnerinnen und Freundinnen der Protagonisten aus dem ersten Band. Und beim ersten Band war ich so begeistert und irgendwie hat sich von Band zu Band immer weiter abgebaut. Im zweiten Band ging es dann quasi um die Hochzeit der Protagonistin aus dem ersten Band und im dritten Band wurde dann da noch geheiratet und da noch ein Kind und da noch eine Schwangerschaft und da noch ein Antrag. Und es hat einfach die ganze Hauptstory überlagert. Ich weiß nicht. Klar waren auch wunderschöne Aspekte dazwischen und an und für sich fand ich die Geschichten auch toll. Und das Buch oder die Bücher haben sich super gut hören lassen. Ich war da wirklich super schnell durch. Aber irgendwie hat es mich diese ganze Schwangerschafts-, Hochzeits-, Antragsgeschichte da ein bisschen rausgerissen. Ja, für alle, die es interessiert, würde ich euch natürlich gerne noch erzählen, um was es geht. Aber wie gesagt, ich habe zu Band 1 schon meine Aussage gemacht und die findet ihr da oben in meinem Lesemonat September. Und ja, wir machen jetzt einfach weiter mit dem nächsten Buch. Dann habe ich eine weitere Reihenfortsetzung gelesen und zwar Bestickt mit den Tränen des Mondes. Da habe ich den ersten Band zusammen mit der lieben Nella von Märchenhaftes gelesen und es geht quasi, hier fliegen die Vögel tief, hier ist direkt ein Fenster, hier ist gerade fast ein Raben gegen die Scheibe. Ich bin gerade so erschrocken. Ah, ja, auf jeden Fall geht es um die
Protagonistin aus dem ersten Band, Maya Tamarin, sie wurde im ersten Band die Schneiderin des Kaisers. Und ich kann gar nicht so viel sagen. Es geht einfach weiter mit den Kleidern von Amana, mit ihrer Geschichte, mit der Liebe zum Magier, ihre Verwandlung zum Dämon. Es sind so viele Fantasy-Aspekte. Ich habe das Buch einfach innerhalb von einem Tag durchgelesen, weil es so wunderschön geschrieben ist. Und dieses asiatisch angehauchte Setting hat mir halt einfach so gefallen. Man hat ihre Familie nochmal kennengelernt. Ich kann euch die Reihe wirklich nur wärmstens empfehlen. Last but not least, ein Buch, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und zwar Love with Bride von Lea Kalb. Lea ist ja eine Freundin von mir und das ist ihr Debütroman. Ich habe euch am Ende vom Magicon-Video schon ein bisschen davon erzählt, wie stolz ich auf sie bin, dass sie ihr Buch auf den Markt gebracht hat. Ich erzähle euch kurz, um was es geht. Und zwar begleiten wir Stella. Sie ist ein introvertiertes, schüchternes Mädchen, das jetzt quasi aufs College kommt und sich ein bisschen neu erfinden möchte. Sie möchte nicht mehr so introvertiert sein, sie möchte sich Dinge trauen und lernt dort direkt ihre Mitbewohnerin kennen und möchte sich einer Studentenverbindung anschließen, um einfach Freunde zu finden, um soziale Kontakte zu knüpfen und quasi ihre sozialen Ängste ein bisschen zu überwinden. Es ist kein klassisches New Adult Buch, in dem es um die große Liebe geht. Es werden halt so Sachen wie Body Issues und soziale Ängste, ich bin nicht gut genug, Gedanken etc. etc. angesprochen. Und das finde ich super wichtig, dass wird in wenigen Romanen so rauskristallisiert und das hat Lea aber eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt und ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Love is love. Lea, ich bin sehr, sehr stolz auf dich und hoffen wir, dass es bald entweder eine Fortsetzung gibt oder wir bald etwas Neues von ihr lesen dürfen. So ihr Lieben, das war mein Lesemonat vom Monat Oktober. Es wurden doch wieder ein paar Bücher. Ich würde mich freuen, wenn wir uns über das ein oder andere Buch gemeinsam austauschen könnten, würden, sollten, müssten. Und natürlich hoffe ich am allermeisten, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss und bye bye.